Hallo Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Teil von Assassin's Creed 3. Und was haben wir im letzten Teil gemacht? Ja, das ist schnell erklärt. Wir haben John Pickern aus dem Weg geräumt. Den bösen, bösen John Pickern. Oh, jetzt muss ich dem hinterher reiten. Entschuldigung. Also, was ist dein Gewinn bei all dem? Derselbe wie deiner. Frieden, Stabilität. Oh, der gibt Gas. Ein Land, in dem alle Seite an Seite leben. Frei und gleich. Dann schließ dich doch der Bruderschaft an. Mein Vater war ein Assassine. Recht guter dazu, soweit ich weiß. Aber ich hoffe, eines Tages Kinder zu haben. Es ist schwer, in zwei Welten gleichzeitig zu leben. Also entschied ich mich für eine. Ich verstehe. Ich helfe immer noch, wo ich kann. Deshalb sind wir jetzt hier. Wir sind in New York angekommen, jetzt gleich in einem Vorort hier, wie scheint. Und eben, im letzten Teil haben wir John Pickern aus dem Weg geräumt und jetzt wollen die Templer, sind jetzt so richtig sauer. Ja, sie, die verstehen jetzt keinen Spaß mehr und die wollen jetzt den Washington umbringen. George Washington. Der auf einer Dollarnote ist oder auf der 100-Dollar-Note, ich weiß nicht auf welcher, aber der. Den wollen sie aus dem Weg räumen. Und. Was kannst du mir bei Thomas Hickey sagen? Wir haben war der Kopf das verhindert. Hier in der Stadt. Finde den Sitz seiner Organisation. Wir lassen ihn verhaften. Vom Gefängnis aus kann er dem Commander nichts antun. Weißt du denn, wo er ist? Nicht exakt, aber Alter, ich habe eine Idee, wo wir die Suche beginnen können. Ja gut, dann suchen wir doch mal, wo du denkst, dass wir ihn finden könnten. Hier, nett hier. Was ist das? Das sieht geheimnisvoll aus. Brauerei, Smith & Company, eine Brauerei. Hier kriegen wir bestimmt ein, zwei Bierchen aufgetischt. Können wir nicht ein wenig schneller reiten, oder? Ne, ist ja innerorts. Hier nur 30, 20, gefühlte 10. Die haben nicht mal einen Musikanten dabei, damit es nicht so langweilig wird. So, wir sind da. Wie praktisch. Ein übelst seltener Ladebildschirm. Es gibt Gerüchte über Falschgeld aus dieser Gegend. Zweifellos stammt es von Thomas. Was soll das? Das ist kein Geld. Nur buntes Papier. Du hast mich zum letzten Mal betrogen. Wache! Den Fälscher verfolgen. Okay. Soll ich auffällig oder unauffällig? Auffällig wäre hier hoch. Das, ich scheitere bestimmt, aber ich mach's auffällig. Hehe, das ist witziger. Okay. Solange er sich nicht umdreht, ist alles in Ordnung. Oder auf einmal irgendwo anders hingeht. Aber zum Glück ist der Weg so geschnitten, dass ich gut mitkomme. Hui! Das war ja knapp hier. Da hätte er mich beinahe erwischt. Ich greife da mal nicht ein. Der prügelt sich hoffentlich durch. Was war das denn? Was, wieso kommst du zurück? Oh oh. Was? Oh. Hey, das wollte ich nicht, war aber super. Boah. Okay, weiter hinterher. Jetzt läuft es ziemlich gut. Der sieht mich nicht. Nö. Unmöglich.
Gehst du? Danke. Wow, wow, wow. Und Daniel, versteckt die Blüten besser. Die Wache ist hinter uns hier. Wie? Was ist passiert? So ein Krämer ließ mich aufgehen und rief nach der Wache, doch ich konnte entwischen. Der Boss wird stinksauer sein. Nicht so, wie wenn er mich geschnappt hat. Und? Wir haben fast alles, was wir für den Plan brauchen. Dann sag ihm das. Ich warne die anderen. Was für ein Plan? Und welche anderen? Und wieso sieht mich der Typ schon die ganze Zeit? Wieso kann ich mich eigentlich nicht ducken? Lauter Fragen, die Antworten finden wir vielleicht noch in diesem Teil. Jetzt spring doch darüber, danke. Ja, nicht hier hoch. Oh, das wird eng. Das wird scheiße. Oh! Habe ich natürlich mit Absicht gemacht, sonst wird es zu langweilig hier. Oh, da drüben hat es einen. Okay, wir verstehen uns, Connor und ich. Wow. Hoffentlich sieht mich keiner. Hat sicher getrunken. Keine ja, zum Glück geht er hier lang. Ich kann nicht laufen, wenn die Wache hier steht. Was? Er hat Durst? Oder was macht? Ah, er versteckt sich. Ha! Schlauer Bursche. Na, wohin gehst du jetzt? Da lang. Ich verheddere mich ein wenig. Wow, jetzt legt er ein ganz schön erfolgreich eine mobile Belauschung durchführen. Ich muss wohl oder übel hier ein wenig runter. Okay, geht auch. Ob ihr ein Farmer mit einer Rekordernte seid oder ein Händler, dessen Lager voll ist. Ja, komm. Ja, ja. Wahrscheinlich könnte ich auch oben lang. Aber es ist mir ein wenig zu heiß. Die bleiben aber auch nicht stehen. Und reden tun sie irgendwie auch nichts, oder? Uiuiui. Oha. Ich habe keine Ahnung, was die miteinander gesprochen haben. War ein wenig kurz. Aber trotzdem geschafft. Was soll das? Thomas Hickey? Vielleicht. Was geht's dich an? Sollte dein Orden nicht ausgelöscht sein? Schätze, dann muss ich das richtig stellen. Pack den! Klar.
Okay, Verfolgungsjagd. Ladebildschirm zuerst und dann die Verfolgungsjagd. Komm schon. Komm schon. Wieso muss der immer so hoch? Jetzt. Okay. Oh, doch keine Verfolgungsjagd. Noch einer! Pack die! Doch eine Verfolgungsjagd. Den habe ich ja. Gleich. Niemanden rammen oder schubsen? In echt jetzt? Lass dich vom Ackermann. Das oh. ist mein Geld. Oh. Komm schon. Dich habe ich. Attentat? Pass das Geld an und du stirbst. Oh. Das war ein. Beinahe. Komm, jetzt. Ja, ich habe ihn gehabt. Wieso? Kacke. Ich. Oh. Das war jetzt ein wenig dämlich. Ich sag dir noch einen Schritt und du bist tot. Meins! Alles meins! Ey, verpiss dich! Komm schon! Oh, das gibt's ja nicht. Ah, Kreis müsste man drücken. Dann funktioniert es. Hm. Lesen hat noch nie geschadet. Was ich eins auf diesen verdammten Vier-Knopf gedrückt habe. Ja, aber jetzt habe ich ihn. Halt still. Du stiftest kein Unheil mehr. Du bist ein Narr. Mischst dich in Dinge ein, die du nicht verstehst. Washington ist das Einzige, was die Kontinentalarmee zusammenhält. Tötest du ihn, stirbt auch jede Hoffnung auf Freiheit. Falsch, Bursche. Ohne ihn ginge die Verantwortung über an Lee. Und dann? Ihr seid beide verhaftet. Kommt, fordert noch ein kleiner Streitofficer. Ist nicht kriminell, wenn zwei Männer ihren Twist auf altmodische Art klären. Können wir uns nicht... Still! Aufgrund welcher Tat? Falschmünzerei! Damit hatte ich nichts zu tun. Natürlich nicht. Hör zu, hier steht Wichtigeres auf dem Spiel. Dieser Mann hat vor... Oh, die diskutieren nicht gern. Etwas auf die Seite legen. Sequenz 8. Erfolgreich. Beendet. Aber nur zwei Drittel. Naja. Kann nicht alles schaffen. Nach dem uns gewohnten Ladebildschirm erfahren wir, was mit uns passiert. Wir sind im Knast. Du hast mich vermisst, Süße. Was? Nichts zu sagen? Wenn du hier bist, ist Washington sicher. Wahr, wahr. Aber ich glaube, ich wurde gerade begnadigt. Vielen Dank für die Rettung, Gentlemen. Es dürfen keine Fehler mehr passieren, Thomas. Ist das verstanden? Daddy. Was ist mit dem Assassinen? Er ist hier. Direkt in der Zelle neben meiner. Wir haben doch nicht alle erwischt, was? Kümmert euch drum, Charles. Sofort, Sir. Was machen wir? Du bist der Bursche vom Kontinentalkongress. Adams, kleiner Schoßhund. Ich habe da eine Idee. Ja. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Erzähl. Wenn die Zeit reif ist. Der Assassine wird uns schon nicht davonlaufen. Zunächst sollten wir dir eine bessere Unterkunft suchen. Was redest du da? Ich dachte, ich komme hier raus. Ich fürchte, du kommst ein Weilchen nicht raus, wegen Benjamin Talmadge. Er zerreißt sich das Maul, erzählt alles Mögliche. Du wirst verdächtigt, einen Anschlag auf George Washington vorzubereiten. Was für ein Plappermaul! Ich dachte, ihr kümmert euch darum. Wir besprechen das woanders. Hm. Wir müssen den Zellennachbarn hier belauschen. Ah, da hat er so ein Loch in der Wand. Steh auf. Okay. Zuerst hier. Was kann man hier? Hier kann man. Was kann man? Das riecht noch schlimmer, als es aussieht. Wahrscheinlich auf die Toilette gehen. Okay.
Und was kann ich hier? Hä? Rausgucken. Sie haben weder Kosten noch Mühen gescheut. Was willst du? Ist doch schön hier. So, dann belauschen wir hier mal. Er wird von hier fliehen. Wir sollten uns anschließen. Ja, und wie kommst du darauf? Der hat im Hof irgendwas geschnitzt. Steckte es schnell in die Tasche, als er mich sah. Sah aus wie ein Schlüssel. Bestimmt nur ein Messer. Nein, Mason kämpft nicht. Der lügt und betrügt, um Ärger zu vermeiden. Weasel Weems nennt man ihn. Den Schweinehund. Komm schon, Finch, so übel ist er nicht. Brachte mir sogar ein paar Buchstaben bei. Ich werde nämlich meine alten schreiben. Wozu? Glaubst du, die Schlampe sitzt rum und verzehrt sich nach dir? Spart sich auch für deine Freilassung? Hä? Die hat bestimmt längst den nächsten Kerl und den übernächsten. Halt bloß dein Maul, sonst stopfe ich's dir. Reg dich ab. War nur ein Witz. Ja, kann ich aber nicht drüber lachen. Schlafen gehen. Eine üble Mission. Ich probiere mal hier. Ich sagte, lass es sein! Hey, kommt der und verprügelt uns dann? Mach weiter so und ich lass dich ins Loch werfen! Ja, werf mich ins Loch. Ruhe da drin! Noch einmal? Sei endlich ruhig! Gut, noch ein letztes Mal. Dann. Sei endlich ruhig! Okay, jetzt wiederholt es sich. Okay. Schlafen gehen. Sollen wir schlafen gehen? Kann ich jetzt aufs Klo? Vor dem Schlafen gehen. Wäre wichtig. Ich glaube, da gehe ich besser nicht drauf. Okay. Dann eben nicht. Schläfst du eben nun ruhig.